Jep, 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 Leute, was geht? Quickie hier, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar will ich euch heute die Pro-Tipps and Tricks-Series vorstellen, die ich jetzt machen werde, falls ihr es wollt und falls es gut ankommt natürlich. Und zwar geht es in dieser Series darum, einfach so mit kleinen Tipps und Tricks, um euch besser zu machen in COD, sag ich mal. Ich habe auf jeden Fall ein paar krasse Tricks auf Lager, kann ich euch schon mal sagen. Die 99,9% von der Community nicht wissen, ja. Und gut, ich will mich jetzt nicht so hoch loben hier. Ja, Mann, ich bin der Beste. Nein, Spaß. Fangen wir erstmal mit den grundlegenden Sachen an. Und wie ihr vom Titel schon entnehmen könnt, reden wir heute über den Soldateneditor. Und ich zeige euch hier in dem Video, warum ihr eher einen schmalen Soldaten nehmen sollt, als einen Soldaten mit viel Rüstung. Ja, ich habe jetzt hier ein paar verschiedene Szenen aufgenommen. Ich will natürlich euch das auch zeigen, dass das auch wirklich stimmt, was ich sage und nicht irgendeinen Bullshit laber. Und ja, auf der linken Seite gleich bei den Videos seht ihr immer den weiblichen Charakter mit wenig Rüstung bzw. gar keine Rüstung. Und auf der rechten Seite seht ihr den fetten mit Tarnanzug, was weiß ich, ja. Okay, dann lass uns das Ganze mal starten hier. So, der erste Clip zeigt, wenn zwei Leute strafen, ja. Hier geht es nicht um die Größe des Charakters, sondern um die Beweglichkeit. Wenn man links guckt, das erscheint einfach viel flinker, viel schneller einfach als der rechte Charakter. Der rechte ist eher richtig langsam und weil der linke so flink ist, ist es einfach schwerer, den zu treffen als den rechten. Es ist einfach so ein Mindfuck-Ding, weil es sieht einfach flinker aus, es sieht aus, als würden die Beine sich schneller bewegen und deswegen hast du einfach einen Vorteil. So, beim nächsten Clip kommt eine Situation in Domination. Ich bin an einem Headglitch und der Gegner ist auf B. So, und jetzt seht ihr ganz gut, dass der Linke ihn nicht sieht, nicht abschießen kann und der Rechte schon. Beim Linken muss ich nach vorne laufen, um ihn zu killen. Und beim Rechten habt ihr gesehen, ich habe einen Hitmark gemacht. Ich hätte ihn einfach killen können vom Bus aus. So, der dritte Clip ist eine Headglitch-Situation und da seht ihr auch wieder krass, was für einen Unterschied das macht. Und nochmal zu sagen, der Typ, der oben ist, ist auf der genau gleichen Pose, ja. Das haben wir extra richtig geguckt, dass er auf der genau gleichen Pose ist. Und ihr seht, er bietet einfach viel mehr Fläche als der linke. So, die letzten zwei Clips zeigen Situationen, wenn Leute auf mich zurennen. Links ist wieder der Female-Charakter, rechts ist wieder der Fatty. Und da sieht man auch wieder, dass das einfach optisch so viel einfacher ist, den rechts zu killen, als den links zu killen. Also wer das nicht sieht, keine Ahnung, der hat Augenkrebs oder was weiß ich. So, die Hitbox soll angeblich bei jedem Charakter gleich sein. Das sagen zumindest viele Leute, die sagen das, dass die Hitbox überall gleich ist. Aber trotzdem, der visuelle Effekt macht es einfach, es ist viel einfacher, den dicken abzuschießen als den dünnen. Es ist einfach Fakt und merke ich auch, wenn ich selber zocke, wenn Leute mit so einem Tarnanzug rumlaufen oder wenn Leute einfach so schmal rumlaufen, das ist einfach viel flinker, das sieht einfach alles viel schneller aus. Und deswegen, Leute, zockt mit einem schmalen Soldaten. Joa, das war's eigentlich auch schon. Falls ihr mehr Videos von der Series sehen wollt, zeigt mir doch bitte eure Unterstützung und liked unten. Und schreibt doch unten in die Kommentare, was ihr von der Series haltet, was ihr von diesem Tipp haltet. Und ja, das war's dann von mir. Haut rein, euer Quickie. Ja, ich hab...